Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Weiter geht's mit einer neuen verkehrsreichen Folge hier im wunderschönen Gabrielewald. In der letzten Folge haben wir ja die Straßenbahnschienen bzw. die neuen Straßen mit den Straßenbahnschienen im Vorbild der Wiener Brünner Straße angelegt. Aber, und da kommt jetzt ein Aber, denn es gab keine Haltestellenmöglichkeit. Das heißt, ja, man hat gerade gesehen, die Straßenbahn fährt dort durch, wo eigentlich eine Haltestelle war, und die werden wir heute zurückgeben. Ich habe ganz einfach vergessen, ein fehlendes Straßenmodul hochzuladen bzw. in die Auswahl einzufügen, sodass ich halt eben dort Haltestellen bauen kann. Und das machen wir jetzt gleich einmal vorweg gemeinsam. Dazu gehen wir hier mal ein kurz Brünner. Und dann suchen wir das. Und da muss ich selber schauen. Hier habe ich es. Wiener Brünner Straße Typ 1. Dann gibt es den 3 plus Tram plus 2. Und dann gibt es hier eben 3 plus 2 oder 3 plus Tram plus 2 plus Haltestelle. Und die habe ich letztens vergessen einzufügen. Und das machen wir jetzt gleich einmal. Das heißt, ich werde das hier da anfügen und dann werde ich das drehen. Genau. Und dann sollte man das vielleicht eher so machen. Und dann haben wir hier die Haltestelle. Genau. Und dann schauen wir da ganz kurz. Ja, optimal. Jetzt müssen wir noch mit der... Jetzt müssen wir noch mit dem Teil hier mal kurz sagen, dass wir gern Benutzer definiert haben wollen. Dann müssen wir das auseinanderziehen. Ah, das lässt sich gerade nicht auseinanderziehen. Dann sagen wir hier wieder direkte Verbindung. Weil ich glaube, dass wenn ich hier jetzt sage Tram, dass ich hier keine Tram reinsetzen kann. Genau. Passt. Nicht so tragisch. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und zwar brauche ich das so. Dann schauen wir sich das ganz kurz hier an. Genau, da geht es zwar jetzt ein bisschen nach unten, das soll uns aber nicht wirklich stören. Ich muss jetzt nur schauen. Weil... Genau. Na, ich erreiche diesen Straßenteil hier. Das wollte ich, na, dann erwische ich auch nur dieses Teil hier. Ich brauche die Bezeichnung der Straße. Genau. Weil die geht nicht bis davor, sondern die geht tatsächlich bis hierhin. Jetzt geht sie durch, das will ich nicht. Sie geht bis hierhin. So, dann passt das. Dann ist auch das wieder die Landstraße, Hauptstraße. Und jetzt werden wir hier mal versuchen, das mit der Haltestelle hinzubekommen. So. Das ist dieses 3 mit 2. Das haben wir eh auch hier. Das müssen wir sich hier nehmen. Kopieren. Hierhin löschen. Ja. Einfügen. Ja. Löschen. Ja. Einfügen. Ja. So, dann passt das. Optimal. Und jetzt müsste es eigentlich auch mit der Haltestelle ohne Probleme klappen. Hierzu. Genau. Dann müssen wir das bis da nach unten ziehen. Oder wir ziehen das bis hier hin. Genau, ich kann das gerade nicht ziehen aus irgendeinem... Ah, ich weiß schon warum. Weil das Spiel mittlerweile so darauf aufpasst,
und dir das auch dann quasi vermittelt, dass du einen Fehler gemacht hast. Und hier sind es zum Beispiel die Schienen, die fehlen. Genau, jetzt passt's. Das ist gerade noch fahrbar, das haben wir letztens auch festgestellt, das geht gerade noch. Aber jetzt klappt es auch mit den Straßenbahnschienen. Hier müssen wir halt eben noch sagen, so, so und so und so und so, so und so, und der darf auch gerne hier. Ja. Und der darf natürlich auch gerne hier. So, jetzt hätten wir das einmal. Dann gehen wir zurück auf die Straßenbahn. Holen uns die Haltestelle hier. Genau. Jetzt ist es verbunden. Den müssen wir wieder einfügen. Und jetzt haben wir hier mal die Haltestelle, die wir vorher auch hatten. Das ist schon einmal gut. Aber wir brauchen hier auch noch eine Haltestelle. Und zwar genau... Jetzt haben wir hier eine Haltestelle. Vorher hatten wir hier eine, aber die brauchen wir nicht, weil wir da eh das Teil haben. Hier auf der Brücke ist es irrelevant. Hier wäre es von Vorteil, aber ich glaube, wir haben hier, glaube ich, keinen, genau, wir haben hier keinen Schutzweg und wir wollen hier auch keine Schutzwege. Das heißt, wir müssen die Haltestelle, warte mal, wir haben hier auch keine Schutzwege. Könnten allerdings hier aber sogar, aber dann müssten sie hier rüber und darüber. Dass sie da in das Gebäude rein können, das ist, glaube ich, gescheiter. Wir machen es tatsächlich so. Genau, das dürfen sie gerne, das dürfen sie nicht. Das passt. Das passt. Das passt. Ja. Es sind überall jetzt diese Teile hier deaktiviert. Schauen wir mal, ob es notwendig ist oder nicht. Wenn zu viel Stau ist, weil sie nicht abbiegen können, dann werden wir das aufmachen, die Möglichkeit, dass sie in die Kreuzung reinfahren können. Wenn es nicht notwendig ist, lassen wir es einstweil so. Passt. Ich glaube aber, dass die zeitgesteuerte Ampel selbst, nein, ist noch immer im Betrieb. Sehr gut, das haben wir eh auch gemacht, optimal. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur das Teil mit Haltestelle. Genau. Sagen, löschen, ja, einfügen. Ja. Dann kriegen wir hier diesen Haltestellenteil. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch einmal das so machen und dann sagen wir hier zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack, hier sagen wir so und hier sagen wir so und hier sagen wir so. Optimal. Und dann fügen wir hier noch die zwei Haltestellen hinzu. So. Und was ich immer noch nicht nachgeschaut habe, ist, jetzt ist das andere auch verschwunden oder wie? Das hier, das gibt es nur mehr als Dual. Ich weiß nicht, warum das Einzelne verschwunden ist. Das kann ich echt nicht sagen. Ich verstehe es auch einfach nicht. Sehr speziell. Egal, wir werden trotzdem hier noch versuchen, mit der Movid-Mod Auswahl importieren. Tram Standard importieren. Ja. So. Dann wenn wir das noch einmal importieren. Tram-Standard.
leider hat sich das aus irgendeinem Grund verabschiedet. Ich weiß aber nicht warum. Weil in laut Workshop ist es noch da. In meinem allerschlimmsten Fall könnte man... Warte mal. Ich stell mir das Ding da jetzt her. So. Dann machen wir daraus einmal ein Procedural Object. Haben wir. So. Dann gehen wir da mal auf Editieren. Ah nein, auf Anpassen müssen wir gehen. Genau. Und dann sagen wir Entfernen. Ja, Steuerung Z geht natürlich nicht. nochmal. Ich brauche das hier. Dann Move It Mod. Warte mal. Perfekt. So, jetzt Procedural Object. Editieren. Anpassen. Genau. So. Ah ja. Okay. Dann nehmen wir das hier. Ziehen das da rein. Ziehen das da rein. Sieht auch gut aus, oder? Also ich finde schon. Vor allem, wenn ich jetzt noch das hier nehme. Dann haben wir das hier noch. Und dann schiebe ich es ein Stückchen runter und jetzt schiebe ich es ein Stückchen rein. Und dann ist das Teil weg und dann passt das. Ha! Repariert. Der Reparator. So, jetzt kopiere. Nee, sag nicht, ich muss das jetzt permanent. Nein! So. Das gibt's doch nicht, oder? Müsste ich das jetzt jedes Mal neu machen? Nee. Kopieren. Einfügen, ah ja. Was hatte ich da so drinnen? In dem Automaten. So. Gut. Problem wird wahrscheinlich sein, wenn ich jetzt sage. Und Dekorationen. Macht er wieder ein Doppeltes draus. Das bedeutet, ich nehme das Teil hier und muss mit dem bis da nach oben wandern. Ich meine, ich könnte natürlich auch ein bisschen den Zoom erhöhen. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wo ist denn jetzt die Haltestelle überhaupt? Die ist genau hier. Das heißt, wir machen Auswahl importieren, Tram Standard importieren, setzen das wunderbare Teil hier rein. Kopieren uns das Ganze. Bus-Tram. Tram-Standard. Jo. So.
Und während ich hier fröhlich vor mich hin Haltestellen setze, nur ganz kurz was aus eigener oder in eigener Sache. Ich habe wieder ein paar Tage Urlaub, schön. Und ich habe Kreuzschmerzen bekommen, nicht so schön. Irgendwie wird das jetzt tatsächlich, das ist jetzt der neueste Stil, hat man ein paar Tage frei. Dann hat man Kreuzschmerzen oder sonst irgendwelche Krankheiten. Das ist, klingt jetzt echt blöd, aber... Steuern, Copy. So, ich muss dieses PO auswählen. Ich muss diesem PO sagen, kopieren und jetzt mit V kann ich es einfügen. So. Perfekt. Dann hätten wir das auch zurückgegeben. Schade halt, dass ich jetzt jedes wieder einzeln setzen muss. Ich weiß nicht, warum das verschwunden ist. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder auftaucht. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich wirklich keinen Plan habe, warum es verschwunden ist. Wenn ich wüsste, warum es verschwunden ist, ja, wenn ich weiß, das Objekt ist aus dem Workshop verschwunden, dann sage ich ja, okay, ist leider so. Aber das Objekt ist nicht aus dem Workshop verschwunden. Es wird immer noch als das angezeigt, weil ich auch alle Mods habe, die mir ja eigentlich das... im Vorfeld sagen, hey, du hast ein Problem mit einer deiner Mods. Aber eben genau dieses Asset, was es ursprünglich gibt, hat kein Problem. Zumindest es ist nicht da. Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Okay, lass mal die Zeit wieder laufen. Wir haben jetzt zwei neue Haltestellen. Das heißt, es müsste sich theoretisch jetzt die Linie 21 müsste sich jetzt theoretisch genau müsste sich jetzt dann neu. Der 21er ist es. Ich kann es gerade nicht verschieben aus irgendeinem Grund. Möglicherweise liegt das daran. Ja. Da haben wir schon. Landstraße, Hauptstraße, damit ist die hier gemeint. Genau. Das ist aber nicht die... Ne, ist sie nicht. Sondern das war am oberen Kirchweg. So. Das hier war Landstraße, Hauptstraße. Weil hier auch die S-Bahn-Haltestelle, die U-Bahn-Haltestelle ist. Da unten geht es zur U-Bahn. Dann gehen wir weiter. Da haben wir noch einmal eine Landstraße, Hauptstraße, Haltestelle. Die nennen wir aber... Okay, jetzt muss ich da mal ein bisschen... reorganisieren. Vom Nationenring. Ist das hier die Landstraße? Hauptstraße ist der obere Kirchweg. Dann haben wir hier eben die. Ist es nicht mehr? Risserweg haben wir. Das ist der hier, genau. Dann haben wir hier die und das ist jetzt die Amalgasse. Das kopieren wir uns. Dann gehen wir da wieder rein. Wieder zu 21. Schließen das einmal. Genau, dann geht's weiter. So. Das passt. Am oberen Kirchweg passt auch. Und dann klappt das. Dann ist die Linie 21 wieder fertig. Und da stehen auch schon die Leute, die echt froh sind, dass sie hier die Straßenbahn fahren können. Aber da gehen mal immer die Leute noch über die Straße. Das geht gar nicht. Das müssen wir verhindern. Viel zu gefährlich. Definitiv viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich.
Muss mal schauen, dass sie es hier nicht auch noch irgendwo machen. Ja. Passt. Und hier haben wir ja... Genau, hier dürfen sie ja überall drüber gehen. Das Einzige, das wir hier eben nicht haben, ist... die Schutzwege. So. Spiel fortsetzen. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was tun, damit eben das hier nicht mehr passiert. Dass sie sich dann nämlich schon im Vorfeld entscheiden, wo sie hinwollen. Da ist mir wurscht, da sollen sie sich gerne die Spur aussuchen können. Da auch. Da ist mir eigentlich... Ja, wobei... Egal, probieren wir aus, was passiert. Sie wird sich dann schon... Sie werden sich dann schon für was entscheiden. Passt! Dann hätten wir das auch erledigt. Hauptsache die Straßenbahn fährt wieder. Und mir gefällt das mit dieser Haltestelle. Das gefällt mir irgendwie nicht. Kann man hier, Moment einmal, kann man hier vielleicht doch Folgendes tun. Und zwar, wir werden, na, genau, zack und zack. Und jetzt probieren wir mal, na, geht nicht. Müssen wir auf direkter Verbindung lassen, aber das gefällt mir hier nicht so wirklich. So. Gehen sie nach vorn und die Straßenbahn fährt nicht, oder wie? Die ist voll. Und ich glaube, die hat eben das aktiviert, dass sie jetzt hier wartet. Genau. Ich muss mal ganz kurz hier nochmal in diesen Haltestellenmanager hinein. Linie 21. Linie 21 startet am Nationenring. Fast gedacht. Mal kurz schauen, wo ist denn die nächste Straßenbahn eigentlich? Da ist eine Straße. Da ist nur eine Straßenbahn. Okay, wie viele Züge sind auf dieser Linie unterwegs? Jetzt fährt sie. Wie viele Züge sind auf der Linie unterwegs, bitte? 7 Fahrzeuge, das passt. Ist immer noch alles gleich. So, wie viel sind da drin? 235. Sag einmal, warum sind denn da so viele Leute mit den Zügen unterwegs? Da brauchen wir ein paar mehr Straßenbahnen. Die sind alle randvoll. Linie 21 bekommt ab jetzt... was haben wir gesagt? Welches Straßenbahndepot? Einmal Flexity und das Depot ist Landstraße, genau. Da haben wir eh gesagt, nur die Flexities, genau. Und 7 Fahrzeuge. Machen wir 10. Dann kommen da noch ein paar raus, hoffentlich. Ich hoffe, wir haben ja noch ein paar. 18 Fahrzeuge sind im Einsatz und ich glaube, ja, unbegrenzte Anzahl an Fahrzeugen. Das ist auch randvoll. Wir kriegen die Fahrgäste da nicht weg. Definitiv zu viele
Passagiere. Die steigen da überhaupt aus ein? Das wäre auch toll, wenn man da sagen könnte, sie sollen hier aussteigen. Wahnsinn, wie viele Leute da eigentlich reinpassen. Und trotzdem ist so viel los. Spannend. Gut, da sind wir jetzt einmal soweit fertig. Die Linie 21 hat jetzt ein paar mehr Fahrzeuge. Das muss ich jetzt mal einpendeln. Dann werden wir mal schauen, inwieweit das Ganze funktioniert. Da fährt ein Zug raus. Das klappt. Der hat noch keine Passagiere drin. In die Richtung wollen es, glaube ich, auch gar nicht fahren, oder? Ja, nicht so viel. Das ist auch so ein Wahnsinn. Schau dir das einmal an. Da müssen wir noch, ich muss da jetzt noch ganz kurz ein bisschen was verbessern. So, das machen wir so. Das machen wir so. Und was bauen wir jetzt? Richtig. Konkrete Platten. Und die setzen wir uns da ganz einfach dran. Man könnte jetzt natürlich sagen, hey, wir machen das so. Dann sieht es auch hier ein bisschen besser aus. Gleichzeitig könnte man vielleicht sogar sagen, hey, liebes Gebäude, es ist zwar schön, dass du... Nein, es ist nicht schön, dass du da stehst. So. Ja, da lässt sich halt eben anders nicht verwirklichen, außer mit einer Concrete-Platte. Optimal, die stellen wir da hin. Und jetzt werden wir da noch ein bisschen Wald nehmen. Jetzt nehmen wir da Generic, genau. Größe auf super klein. Und dann setzen wir hier noch ein paar Bäume rein. Bring ich da noch einen Baum rein? Nein, kriege ich nicht. Aber hier kriege ich noch ein bisschen was. Und das schreit ja regelrecht nach Bäumen. Schauen wir sich das an. Kann man beinahe lassen, außer dass wir hier eben jetzt habe ich das andere Teil. Na, jetzt habe ich schon wieder das. Den setzen wir da rein. Den setzen wir da rein, aber da ist doch noch irgendwo was, oder? Ah, ich glaube, das gehört zu dem ganzen. Ja, das gehört zu diesem Parkplatz hier. Ja, das gehört zu dem Parkplatz hier. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen ganzen Parkplatz und schieben den ein Stückchen nach vor, drehen ihn ganz sanft. Eieieiei. Da hängt es mir jetzt in die Gleise rein. Ja, das geht so nicht. Ja, das hängt mal zu stark in die Gleise rein. Dann müssen wir das so machen. Kurz Pause. So, darf gern so sein. Jetzt holen wir hier Parking. Und suchen diese kleinen. Einen. Das gefällt mir besser. So, jetzt holen wir uns das Teil her und ziehen das da so runter. Dann holen wir das Teil her.
Aber wir haben gleich noch was vor, also... Ich möchte gleich noch was ins Spiel implementieren, mit dem man jetzt so nicht gerechnet hat. Das möchte ich gern so machen. Genau. Ja, das ist toll. Das ist toll. Du stehst mitten im Schutzweg. Also im Schutzweg. Du stehst mitten auf dem Gehsteig, mein Freund. Das geht doch nicht. Bitte, wo ist der selbsternannte Park-Sheriff oder wie der, ich wollte schon fast sagen, Idiot geheißen hat. Bitte einmal ganz kurz hier, ne? Du siehst? Perfekt. Gott sei Dank gibt es den in unserer Stadt nicht. Ja, weißt du was? Da kommen jetzt Bäume hin. Wir haben jetzt so viele Parkplätze. Da haben wir auf der drüberen Seite, schau mal, wie viele Parkplätze das sind, ja? Da brauchen wir nicht da auch noch welche. Da gehen wir jetzt ganz einfach ein bisschen Natur zurück. Ist doch auch was Schönes. Und hier noch ein bisschen. Ich glaube, hier hat sich auch irgendwie durch einen Bug etwas mit den Bäumen verändert. So. Schauen wir noch einmal, wo stehen uns die Bäume zu stark ins Gleis. Die lassen wir ein Stückchen nach innen schauen. Das passt, das gefällt mir. Dann fliegen wir da noch einmal durch. Gerne so. Gerne so. Ja, das passt. Da kommt überall die Tram schön durch. Das klappt auch, das klappt auch. Sieht gleich um einiges besser aus. So viel sei gesagt. Das sieht definitiv um einiges besser aus. Ich krieg da jetzt gerade keine Bäumchen mehr hin. So. Ja, so lassen wir das. Perfekt. Und jetzt Vorbereitungen. Nachdem wir die Pause beendet haben. Vorbereitungen für Projekt Nummer 2. Warte mal ganz kurz. Ja, schau dir das an. Das passt wieder mit den Straßen nicht. Ah, da muss ich ja auch noch eine Straße setzen. Warum sagt mir denn das keiner? Ja, das war jetzt fast ein bisschen übertrieben. So, Brünn, ja. Ich brauche hier die 3 mit 2 und Tram, oder? Ohne Haltestelle. Eigentlich das Teil hier. Genau, 3 mit 2 mit Tram. Das Teil brauche ich. So, jetzt brauche ich das hier. Ich kopiere mir die Markierungen. Ich füge die hier ein. Dann muss man es drehen. Genau, 3 mit 2 mit Tram. Hier ebenfalls einfügen. Drehen. Dann einmal ganz kurz hier sagen, direkte Verbindung, optimal. Und dann einmal hier sagen. Wenn ich jetzt, dann geht noch Benutzer definiert. Aber so geht's, dann haben wir einen schöneren Radius. Machen wir gern so. Ja, das passt. Jetzt müssen wir, warte mal, wir haben da hier irgendwo das hier. Genau. Die ganze Kreuzungsvorlage kopieren wir uns jetzt.
Nein, die ganze Kreuzungsvorlage kopieren wir uns jetzt. Setzen die hier rein. Da passt was nicht. Moment mal, da passt was nicht. Kann sein, dass es die ist. Kopieren. Es tut mir leid, das klappt irgendwie nicht. Das müssen wir jetzt einmal so machen. So machen. Dann brauchen wir das. Das sagen wir nicht, sondern sagen vollständig gefüllt. Ja, Insel Gehweg. Dankeschön. Gleichzeitig ziehen wir das ein Stückchen da und da hinein. Optimal. Dann dasselbe wieder hier. Keine Sorge, es geht sich noch aus. Wird wieder eine etwas längere Folge. Wir haben noch Zeit. Wir haben doch noch Zeit. Verkehrsinsel Gehweg, auch da noch ein bisschen. Passt. Und auch hier. So, dann klappt das auch. Jetzt brauche ich das hier. Das holen wir uns aber explizit raus, und zwar diese Füllungen in der Mitte. Füllungen. Das hier. Füllungen kopieren. Gehen wir da rein, dann gehen wir da auf Füllungen und dann sagen wir, zack und dann sagen wir einfügen. Ja. Fällt doch schon gar nicht mehr auf. Gut, dann hätten wir das jetzt auch, dann passt das, sieht richtig gut aus. Und hier müssen wir jetzt auf jeden Fall Folgendes noch tun. Zuerst einmal holen wir sich dieses Häuschen hier und das ziehen wir da mal, das glitschen wir da jetzt einmal rein. So. Dann nehmen wir dieses Häuschen, das ziehen wir da jetzt rein. Das passt, das gefällt mir, das sieht gut aus. Jetzt nehmen wir die Häuschen hier. Die sind eh schon alle zusammengeschoben, aber schieben das hier da dran. Leicht gedreht, genauso. Gehen dann noch ein Stückchen nach unten. Jetzt schauen wir sich das hier an. Damit kann ich echt noch leben. Aber gerne so. So, perfekt. Und jetzt holen wir sich die drei. Und das vierte noch und schieben das noch ein Stückchen da hinein. Und dann passt das. Und das sieht gut aus. Und jetzt noch das Allerwichtigste, dass die Leute nicht wieder meinen, sie müssen da über die Straße drüber. Deaktivieren wir das hier. Perfekt. Spannend fand ich jetzt gerade, dass es sich das auch da verändert hat. Aber egal, wir haben jetzt zumindest den Teil hier komplett fertig. Jetzt holen wir trotzdem noch einmal ganz kurz den Node Controller. So, so gefällt mir das gleich um einiges besser. Wir werden jetzt hier noch schnell sagen, du darfst hier abbiegen. Du darfst hier reinfahren. Du fährst hier rüber. Du fährst hier rüber. Du fährst hier rüber.
und du fährst hier rüber. Ja, richtig cool. Dann können wir hier noch sagen. Genau, das nehmen wir weg. Da soll es von mir aus. Da möchte ich Ihnen schon gleich sagen, was zu tun ist. Genau. Dasselbe hier auch bitte. Dann haben Sie hier noch kurz Zeit und dann müssen Sie sich entschieden haben. Hier haben Sie auch noch kurz Zeit und dann müssen Sie sich hier entschieden haben. So. Dann sollte das mit dem Rückstau auch besser werden. Gut, dann hätten wir das jetzt auch erledigt und können die Zeit jetzt laufen lassen. 4 Straßenbahnen nacheinander. Gab es da eine Störung auf der Linie? So, der ist gerade total verwirrt. Da ist eine Ampel drin. Echt jetzt? Da ist eine Ampel drin. Spannend. So, jetzt müsste die Straßenbahn hier eigentlich wunderschön weiterfahren. Ja, passt. Hier möchte ich noch was tun und zwar würde ich ganz gerne hier noch mit einer kleinen Concrete-Platte hier und dann möchte ich noch ganz gerne hier Zaun. Und dann möchte ich noch ganz gern hier und dann würde ich ganz gern das Gebäude hier nehmen. So, dass der Zaun da reinpasst. Blindflug. So, passt. Concrete. Ja, ich verliebe mich dann immer so schnell in die Details. Das ist leider so eine Sache bei dem Spiel. So, aber das Auge spielt mit, sage ich ja immer. Und jetzt haben wir hier einen Zaun und das gefällt mir richtig gut. Ah, die stehen da alle drin und warten, dass sie weiterfahren können. Naja, das könnte jetzt ein bisschen für... Aber die fahren da eh durch. Aber warte mal, was bist du? Du bist eine 21... Warte mal. Warte mal. Was macht die 21 Grad? Panik! Alle weg, außer die 21. Was tut der da? Das ist eine 22. Du bist eine 21, du bist falsch. Weg. Du bist komplett falsch gewesen. Aber der kann doch hier fahren. Hat er sich da verbuggt, weil er... Die 21 hat keine Probleme, die fährt komplett ihre Linie. Da hinunter. Warum ist er da jetzt so komisch abgebogen? Sehr speziell. Vielleicht wollte es auch ins Depot fahren, aber dann wäre es ja auch falsch gewesen. Jetzt fällt man natürlich den ganzen Verkehr hier auf. Egal. Egal. Lassen wir uns von dem nicht stören. Wir sind jetzt bei 44 Minuten. Ich möchte jetzt hier ganz gerne etwas probieren.
Dazu drückt man ebenfalls wieder hier Pause. Und zwar habe ich oder würde ich ganz gern hier was ausprobieren. Ich habe eine neue Straße gebaut, beziehungsweise eine neue Brücke gebaut, im Vorbild der Wiener Floridsdorfer Brücke. Und war, jetzt muss ich nur ganz kurz schauen. Und zwar, ich zeige es mal ganz kurz her. 333, hoppla. Florida Brücke, genau. Und zwar. Wie sieht die aus? Ich zeig's einmal ganz kurz her. So, am besten hier. Ich bräuchte eigentlich irgendwo etwas, wo viel Grünzeug ist. Ah, wo kein Grünzeug ist, nicht viel, sondern wo keins ist. So, schauen wir uns das ganz kurz an. Die Floridsdorfer Brücke in Wien. Wie funktioniert die in etwa? Ja, ich von der falschen Seite kommend. So, also. Die hat... Muss man sich jetzt als Brücke vorstellen, ich zeige es dann gleich hier. Die hat mal zum einen die Möglichkeit, drei Spuren oder zwei Spuren in die eine Richtung, drei Spuren oder zwei Spuren in die andere Richtung, sogar bis zu vier Spuren, wenn es bei der Autobahnauffahrt ist. Und in der Mitte fährt die Straßenbahn und links ist ein Rad- und Fußgängerweg. Schaut in etwa tatsächlich so aus. Für alle, die es gern sehen wollen, Google Maps einfach Floridsdorfer Brücke eingeben und dann kann man da entlang fahren, gehen, was auch immer. Das sieht komisch aus. Und dann kann man sich das selbst mal anschauen. Und ich möchte jetzt den Teil hier ganz gerne einmal versuchen zu ergänzen. Wir haben hier jetzt 3-3. Das, oder die Herausforderung an der Sache ist, dass wir, glaube ich, nur 2-2, 3-2, 4-2 haben. Das heißt, wir werden dieses Teil hier so lassen. Beziehungsweise wir werden dieses Teil hier mit einer asymmetrischen Straße umändern. Das könnte man machen. Netzwerke. Straßen. Asymmetrisch. Drei mit zwei mit Bäumchen. Drei mit zwei mit Bäumchen. Das nehmen wir. Jetzt müssen wir hier noch ganz kurz ein bisschen nachjustieren. Kurz mit den Fahrspurverbindern schauen. Du gehst hier hin. Dankeschön. Du gehst 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Du machst 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Perfekt. 1, 2, 3, so. Ah, ich glaube, das geht gar nicht. Weil sonst kann der Bus da nicht fahren. Genau. Weil die Busse dürfen nämlich, genau, die Busse dürfen nämlich das ignorieren. Das muss so bleiben, sonst ignorieren die Busse das nicht. Der Rest passt. Das muss man hier auch ändern. Da muss man hier auch aufpassen.
Genau. Weil dann dürfen sie dann nämlich... So, genau. Die Busse machen sich den Rest dann selber aus. Lass mal kurz ein bisschen fahren hier. Ja, jetzt passt's. Was ist denn da los? Das ist doch in Ordnung. Oder? Was ist hier Problem? Ja, passt ja eh alles. So, jetzt haben wir das hier mit 3 mit 2. Die fahren hier eh. Und jetzt haben wir hier eine Straßenbahn drauf. Die lassen wir noch vorbei. Und dann schauen wir sich das an. Und zwar würde ich ganz gerne hier eben diese 3 mit 2 machen. Und zwar so. 3 mit 2. Und dann würde ich hier ganz gerne 2 mit 2. Ah! Warte mal. Ah, da muss ich ja da draufklicken. Das brauche ich. Das brauche ich. Optimal. So. Aber nicht so. Ich brauche das hier. Jetzt wird es immer komplizierter. Aber jetzt stimmt's. Ja. 3, 2, jetzt passt's. Das Ganze natürlich als Brücke. Und hier müssen wir jetzt 2 mit 2 machen. Und hier wieder. Oder? Mit dem hier. Richtig. Jetzt klappt's. So. Perfekt. Oder auch nicht. Werden wir gleich sehen. Wenn ich fertig bin, erkennt man, was hier gerade abgeht. Abgegangen ist. So, die fädelt hier ein. Die dürfen so. Die dürfen so. Dann brauchen wir den Fahrspurverbinder. So. So. 1, 2, 3. Jetzt entfernen wir die Markierungen. Dankeschön. Und machen die Markierungen einmal neu. Bis hier. Und hier. Und hier. So, dann holen wir uns das hier. Sagen wir mal Kurve. Ah. So, wenn ich hier aber sage, Benutzer definiert, habe ich nicht dasselbe wie Strecken. Kurve. Direkte Verbindung. Da würde mir sogar die direkte Verbindung besser gefallen. Ganz ehrlich, da gefällt mir die direkte Verbindung besser. Entfernen wir das. So. Hier nehmen wir auch alle weg und dann sagen wir hier noch einmal zack und zack und hier auch zack
Ja, das kann was. Das gefällt mir. Da bin ich echt zufrieden. So, das Wichtigste ist nur Fahrspurverbinder, um hier eben Folgendes zu sagen. Hier dürfte gerne ab. Was ist denn das? So eine breite Straße. Das machen wir auch noch neu. Das müssen wir auch noch neu machen. So. Passt. Genau, da haben wir diese dreispurige Straße. Zack. Es wird eh auch noch geändert. Ich möchte es nur jetzt auf schneller mal. Und dann natürlich auch. So, perfekt. Gut, dann lassen wir da mal die Straßenbahn und das Ganze einpendeln. Jetzt kennen sie sich gerade nicht aus. Jetzt müssen sie sich erst einordnen. Perfekt. Optimal. Und was ich jetzt weiß, ist, wir müssen auf jeden Fall noch so eine Straße hier machen. Also so eine Straßenbahnstraße. Nicht, weil ich die Sachen von Klassen nicht mag, sondern weil es dann ganz einfach besser in unser Stadtbild passt. Ja. Optimal. Perfekt. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist, genau, da können sie eh drüber gehen. Jetzt müssen wir nur schauen. Fußgänger, da genau kein Fußgängerübergang. Da ein Fußgängerübergang, da auch kein Fußgängerübergang. Da dürfen sie drüber gehen. Das heißt, die können da entlang runtergehen und dann darüber. Dann können sie die gesamte Leutsdorfer Brücke oder in dem Fall unsere Gabriela-Waldbrücke. Oder wobei, das geht eh nach Floridsdorf rüber, oder? Floridsdorf-Donnerstadt. Ja, es ist die Floridsdorfer Brücke. Wir haben ja den Bezirksteil da drüben so genannt. Können Sie dann hier entlang spazieren gehen? Ich hoffe nur, Sie akzeptieren das dann auch mit der Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das Ganze, wenn der Lückenschluss fertig ist, dann akzeptieren Sie es auch. Und wie die Lücke geschlossen wird, schauen wir sich in der nächsten Folge bzw. in einer der nächsten Folgen an. Und ich möchte jetzt das noch deaktivieren, das deaktivieren und werde mich mit dem Bild der Floridsdorfer Brücke von dir verabschieden. Ich hoffe, dass da bald die Straßenbahn kommt, dass wir wenigstens halbwegs bewegte Bilder haben in diesem Sinne. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Da geht schon der Erste über die Brücke. Yay! Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.